Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie da sind. Für eine kurze Zeit bilden wir eine kleine Weggemeinschaft, die sich aufmacht, um in gemeinsamem Beten, Singen und Nachdenken Gott zu begegnen, der die Mitte unseres Glaubens ist. Einem Gott, der uns immer wieder zusagt, bei uns zu sein, in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Und so auch jetzt, an diesem letzten Tag des Jahres 2020 und im Vertrauen und in der Hoffnung darauf, dass er auch im kommenden neuen Jahr bei uns ist. Und so beginnen wir diese Feier im Namen Gottes, der uns zusagt, bei uns zu sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zeit vergeht. Wieder ist ein Jahr vergangen. Wir stehen an der Schwelle des Jahres 2020 hin zum neuen Jahr. 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen. Es war ein turbulentes Jahr. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Virus namens Corona die Welt so in Atem hält? Vieles in diesem Jahr ist anders gekommen als geplant. Manches musste abgesagt werden. Viele Dinge sind zum Stillstand gekommen. Und doch gibt es Grund zum Danken. Dankbarkeit für die Begegnungen, für so manche Erfahrung, die uns in diesem Jahr geschenkt wurde, trotz allem. Und so wollen wir innehalten, zurückschauen und dankbar das in Gottes Hände legen, was uns in diesem Jahr geschenkt wurde. Und unseren Blick auch auf das neue Jahr richten und Gott um seinen Segen dafür bitten. Am Ende des Jahres sagen wir Dank für das Vergangene und Bitte für die Zukunft. Vieles hat sich in unsere Herzen eingeschrieben, was schon bald der Vergangenheit angehört. Am Ende des Jahres denken wir an das zurück, was uns geschenkt wurde, an Begegnungen, Erfahrungen, Momenten. Wir denken zurück an die glücklichen und die frohen Stunden, das frohe Miteinander in Liebe und Güte, die Zeichen der Versöhnung, die Freudentränen und das Lachen, die kleinen Freuden des Alltags. Diese wollen wir dir, Gott, vertrauensvoll in deine Hände legen. Am Ende dieses Jahres wollen wir alles, was offen und unversöhnt geblieben ist, was uns Kummer und Sorge bereitet hat, vertrauensvoll in deine Hände legen. Wir denken an die Misserfolge, die durchkreuzten Pläne, die stillen Leiden, unsere Zweifel,
die Tränen der Enttäuschung, die Verlusterfahrungen im persönlichen oder beruflichen Kontext, an die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen. Gott, wir legen dieses Jahr in deine Hände. All das, was in der Welt geschah, die schrecklichen Ereignisse in den Kriegsgebieten, die Naturkatastrophen, die Auswirkungen der Pandemie, die Menschen und die humanitäre Notlage in den Flüchtlingslagern, die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Ereignisse. Gott, wir legen unser Leben in deine Hand. Lass uns und alle Menschen, die uns am Herzen liegen, im kommenden Jahr deine Liebe und deine Barmherzigkeit spüren. Du hast uns durch die Stunden und Tage des vergangenen Jahres geführt. Sei uns nahe, jetzt wo wir an der Schwelle des Übergangs vom alten zum neuen Jahr stehen. Sei uns nahe mit deinem Licht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Freund, im Heiligen Geist. Amen. Lesung aus dem Buch Kohelet. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Für alles gibt es eine bestimmte Zeit, haben wir soeben in der Lesung aus dem Buch Kohelet gehört. Die Zeit in den Blick nehmen, das ist es, was wir an Silvester tun. Wir halten inne, blicken zurück, lassen Ereignisse, Erfahrungen, Begegnungen noch einmal vor dem inneren Auge aufleuchten, geben ihnen noch einmal Wert und Bedeutung. Zweifelsohne, dieses Jahr 2020 war ein sehr turbulentes Jahr. Ein Jahr, das uns viel abverlangt hat, das uns auch Energie gekostet hat und manchmal auch sogar an unsere Grenzen geführt hat. In diesem Jahr haben wir auch schmerzlich erlebt, was es heißt, voneinander getrennt zu sein, physisch und räumlich. Und wie es sich anfühlt, wenn unsere Freiheit eingeschränkt wird. Sei es durch die Maskenpflicht, das Abstandhalten, die Kontaktbeschränkungen. Viele waren zu Hause, im Homeschooling oder Homeoffice. Manche haben in diesem Jahr vielleicht auch ihren Arbeitsplatz verloren oder ringen nach wie vor um ihre berufliche Existenz. Andere wiederum sind in diesem Jahr schwer erkrankt am Coronavirus. Einige von ihnen liegen noch auf der Intensivstation, werden künstlich beatmet. So manche Familie musste sich von einem lieben Menschen verabschieden. 2020 geht wohl in die Geschichte ein. Es war ein turbulentes Jahr. Wir feiern Silvester ganz bewusst, anders als sonst, vielleicht etwas ruhiger, bedächtiger und auch aus einer Distanz heraus. Zum einen, weil es die Kontaktbeschränkungen nicht anders möglich machen, zum anderen, weil vielleicht manche noch in Quarantäne sind. Es ist eine Trennung und doch sind wir verbunden. In Gedanken, in Worten und heute hier im gemeinsamen Gebet. Seit vielen Jahren wird bei den Jahresschlussandachten in unseren Kirchen und Pfarrgemeinden das Lied eines evangelischen Theologen gesungen, gebetet, meditiert. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dieser Text stammt vom evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er schrieb diesen Text im Dezember 1944, am Ende des Jahres. Dieser Text ist gedacht als Geburtstagsgruß an seine Mutter und zugleich als Neujahrsgruß an seine Verlobte Maria. Bonhoeffer schreibt diesen Text in einer Situation, wo er von seiner Familie physisch und räumlich getrennt ist. Er sitzt im Gefängnis und wünscht sich, wie so viele im heurigen Jahr, mit Blick auf das Kommende, einen Lichtblick, einen Hoffnungsschimmer.
Sein größter Wunsch ist, wieder mit seiner Familie vereint zu sein. Und zugleich spürt er, dass das nicht mehr so leicht möglich ist. Er sitzt im Gefängnis, weil er mit den Widerstandskreisen gegen das NS-Regime Kontakt hat. Und diese Kontakte wurden aufgedeckt. Er muss mit dem Schlimmsten rechnen. In dieser Trennung wendet er sich vertrauensvoll an Gott, der ihm Kraft und Beistand ist. Ein Beistand in dieser schweren Stunde, inmitten des Schmerzes der Trennung. Von guten Mächten geborgen zu sein, das ist eine sehr tröstliche Zusage. Eine Zusage, die uns Hoffnung und Mut schenken kann. Und genau das ist es, was wir uns vielleicht auch am Ende dieses Jahres für das Kommende wünschen. Dass da einer mitgeht, mit uns ist, von dem wir uns getragen wissen dürfen. Auch im neuen Jahr. Tief in uns ist eine Sehnsucht, Gott nahe zu sein, ihm vertrauen zu können und von ihm her Halt zu erhalten. Denn die Corona-Krise dauert nun schon fast ein ganzes Jahr. Sie hat unser Leben ziemlich durcheinander gebracht. Gerade in diesem Jahr ist uns vielleicht auch schmerzlich bewusst geworden, was es heißt, dass unser Leben zerbrechlich ist und dass wir nicht alles in der Hand haben, nicht alles planbar ist. Das Leben ist ein Geschenk und wir verdanken es uns nicht selbst. Und dennoch dürfen wir uns getragen wissen von einem Gott, der mit uns ist und bei uns ist. Selbst in den schwersten Stunden und Herausforderungen unseres Lebens. Auch dann, wenn wir ihn vielleicht nicht immer gleich spüren und erkennen können, ist er bei uns. Oft entdecken wir das erst später. Er ist bei uns und mit uns in seinem Wort, in zärtlichen Gesten und Blicken, in Erfahrungen, wo wir das Gefühl haben, wir werden aufgerichtet, in den Zusagen des Trostes und der Zuversicht und in vielen anderen Situationen. Von guten Mächten wunderbar geborgen zu sein, eine tröstliche Botschaft am Ende dieses Jahres und im Übergang zum Neuen. Mögen wir im kommenden Jahr immer wieder diese Erfahrung machen, dass der eine mit uns geht in ein neues Jahr. Diese Gewissheit
Möge uns Kraft und Hoffnung schenken, jetzt und auch im neuen Jahr. Guter Gott, dein ist die Zeit, Augenblick und Ewigkeit. Wir kommen zu dir mit unseren Bitten. Für alle, die von Herzen dankbar sind für die zahlreichen Geschenke ihres Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in aller Stille für andere da sind, sie mittragen und ermutigen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die in diesem Jahr Opfer von Krieg, Gewalt und Terror geworden sind, und für alle, die auch in dieser Stunde in Angst und Schrecken leben, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die von Sorgen, Ängsten und Zweifeln geplagt sind, und mutlos ins neue Jahr blicken. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die am Coronavirus erkrankt sind und jene, die noch unter den Nachwirkungen leiden, wir bitten dich, erhöre uns.
für alle Arbeitslosen, Einsamen und jene, die kein Dach über dem Kopf haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um einen lieben Menschen trauern und Trost brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die im vergangenen Jahr ihr Leben in deine Hand zurückgegeben haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere ganz persönlichen Anliegen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, an der Schwelle zum neuen Jahr legen wir alles, was war, vertrauensvoll zurück in deine Hände. Erfülle uns mit der Gewissheit, dass alles in deiner guten Hand geborgen und bewahrt bleibt, heute und alle Tage unseres Lebens, bis in alle Ewigkeit. Amen. Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Mit guten Gedanken will ich das alte Jahr verabschieden und mit Segenswünschen das neue Jahr begrüßen. Mit offenen Händen will ich das Vergangene abgeben und mit betenden Augen das Zukünftige erwarten. Mit wertvollen Erinnerungen will ich das Gewordene bewahren und mit demütigen Erwartungen das Kommende empfangen. Mit dankbaren Worten will ich das Gewesene würdigen und mit hörendem Herzen das Werdende schätzen. Mit versöhnter Haltung will ich das Schmerzliche loslassen und mit wachsamer Spannung das Wachsende schützen. Mit allen meinen Sinnen will ich Gott loben und danken und mit tiefer Ehrfurcht vor ihm, mit ihm und in ihm bleiben und leben. Kleinen gemeinsamen Feier möchte ich Ihnen
Wechselschritte in das neue Jahr 2021 wünschen. Möge es ein Jahr der Hoffnung, der Zuversicht und ein gesegnetes Jahr sein. Ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen immer wieder die Erfahrung, dass Gott bei Ihnen ist, dass Gott mit dir ist. An allen Tagen des neuen Jahres und darüber hinaus. Erbitten wir nun Gottes Segen. Gottes Segen für das, was wir erleben durften in diesem Jahr und auch für das, was uns im neuen Jahr entgegenkommen wird. Er möge es gut heißen, er möge unser Leben gut heißen und auch das Leben derer, die uns nahestehen, die wir im Herzen tragen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Guter Gott, segne uns an diesem letzten Tag des Jahres 2020. Sei mit uns auf unseren Wechselschritten ins neue Jahr. Bleib uns nahe mit deinem Segen. Schenke uns Zuversicht, Trost und Hoffnung. Und so segne uns, der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.